Es ist eine Riesenfreude, hier zu sein. It's like homecoming nach so vielen Jahren in New York. Und ich möchte meinen Vortrag eigentlich mit einer persönlichen Note beginnen. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass unsere Kollegin, eine gute alte Freundin von mir, vor 2 Wochen verstorben ist, Professor Dr. Isabel Diem. Sie war Dekanin und Professorin auf dem Gebiet Erziehung und Migration. Sie hat 2 Jahre lang gelitten und ist am 12. Juni von uns gegangen. Sie hat zusammen mit ihrem Partner Frank-Olaf Radke das Buch Erziehung und Migration, eine Einführung, geschrieben und war Teil der Gruppe, die gegen die Exotisierung und Kulturalisierung von Migrationskindern geschrieben hat und stattdessen gefordert hat, dass man sich auf strukturelle Ungleichheit, auf soziale Diskriminierung, strukturelle Ausgrenzung konzentriert. Dieser Vortrag ist ein Andenken an Isabel Diem. Nun, zu mir selber. Die Folien sind auf Englisch und ich versuche, auf Deutsch zu reden, obwohl mir immer das Schweizerdeutsch in Sinn kommt. Von daher müssen Sie jetzt schon entschuldigen, wenn ich manchmal englische Worte gebrauche. Ich versuche, die Innensicht, die ich vor langer Zeit hatte, als Mitarbeiterin und Leiterin der interkulturellen Pädagogik, und mein Nachfolger Markus Truniger ist auch hier, die zu verbinden, diese 9 Jahre in Forschung und Entwicklung, das war der Name der Abteilung damals, das war Teil der pädagogischen Abteilung, diese Innensicht zu verbinden mit der Außensicht der international vergleichenden Schulreformforschung. Wir sagen dem Comparative Policy Studies. Und zu sehen, was passiert ist, seitdem ich weg bin. Zufälligerweise ist die wirkungsorientierte Schulreform hat stattgefunden, kaum war ich weg. Aber ich nehme das nicht auf mich. Das war in 1994, hat die stattgefunden, und ich möchte zu dem Thema das analysieren, was genau passiert ist bezüglich Wandel und Innovation. Wenn ich das Wort Innovation benutze, dann ist das nicht positiv geladen für mich, sondern es bedeutet einfach Wandel. Ich möchte das vorausschicken. Eine erste Beobachtung, die ich zu dem Thema wirkungsorientierte Schulreform anbringen möchte, ist, wie diese Reform wirklich global gereist ist. Wir sagen, it's a traveling reform. It is a global education policy, und es gibt ein riesen Forschungsgebiet innerhalb der international vergleichenden Forschung zum Thema Policy Mobility. Ich selber nenne es Policy Borrowing, weil es geht ja immer darum, es gehen viele Ideen rum, aber wann, in welchem Moment ist eine Regierung interessiert daran, diese Reformen aufzugreifen und zu implementieren. Und ich muss an die Zeiten des Europarats denken, die sich sehr stark eingesetzt haben für Migrationsfragen. Aber wenn es nicht perzipiert wird und rezipiert wird, ist es einfach a traveling reform. Deshalb, mein Forschungsgebiet ist eigentlich Policy Borrowing. Aber wie gesagt, es ist Teil von Policy Mobility, Traveling Reforms, Global Education Policy, Policy Transfer. Es gibt verschiedene Namen dafür. Die Reform, die dann am Schluss, aus unserer Sicht am Schluss, in Zürich gelandet ist, 1994, unter dem Namen wirkungsorientierte Schulreform, hat angefangen in Neuseeland als Outcomes-Based Education, hat verschiedene Etappen gehabt, aber ziemlich bald mal ist sie nach USA gekommen und als Standards-Based Education, und England und Wales mit dem 1988 Paket National Education Reform. Und Teil dieser Reform unter Thatcher und Reagan in den USA war School Choice. Das war wirklich ein wichtiger Bestandteil, dass man nationale Lehrpläne einführt und Schulen dafür zur Rechenschaft zieht, zur Einhaltung des Lehrplans und vor allem durch die Leistungsmessung der Schüler und Schülerinnen eruiert, wie der Leistungsstand der Schulen ist. Ich habe diesen Effekt, diese Traveling Reform 2004 in einer Publikation als Mary's Aurore
Rourke-Effekt genannt, weil Marissa Rourke, sie ist heute eine sympathische 82-jährige Dame. Sie hat 10 Bücher, Romane geschrieben, auch Kinderromane für Kinder und 2 Gedichtbände. Bevor sie das tat, war sie bei der Weltbank die Leiterin von Human Development. Das ist die Abteilung, die sich mit Bildungsfragen beschäftigt. Und vorher, und jetzt kommt das Wichtigste, war sie Bildungsdirektorin in Neuseeland. Sie war Secretary of Education of the Department of Education. Und in diese Mobilität einer Person hatte unheimlich große Auswirkungen gehabt auf diese Travelling Reform. Jede Regierung vom globalen Süden, die Gelder wollte von der Weltbank, bekam Gelder für Outcomes-Based Education oder wirkungsorientierte Schulreform. Und ich werde gerade zeigen, was das alles bedeutet. Aber diese Traveling Reforms, die werden ja auch gesteuert von transnationalen Organisationen, von OECD mit DESECO, Definition and Selection of Core Competencies, das war der einflussreiche Bericht aus dem Jahr 2003. Es wurde gesteuert von, und dann PISA als Diagnoseinstrument. Aber das ist ein Beispiel, wie Ideen wandern, wie sie auch finanziert werden und welche wichtige Rolle Netzwerke spielen bei Verbreitung von Reformen. Es gibt diese Aufzeichnung von, das heißt Lazy S-Curve, weil es ist wie ein S, das liegt, das müde geworden ist. Das ist, wie Epidemien sich verbreiten, wie Gerüchte sich verbreiten, wie Innovationen sich verbreiten, wie Reformen sich verbreiten. Es fängt an mit ein paar wenigen Ländern, Slow Growth, die das adoptieren, die das implementieren. Und in dem Fall war das Neuseeland, USA, England als die ersten Early Adopters. Und dann gibt es eine Phase mit Explosive Growth. Das war in den 90er Jahren. Und da, hier kommt auch die Schweiz rein mit wirkungsorientierter Schulreform. Und in dem Moment, in denen verschiedene Länder eine Reform adoptieren und implementieren, ist es eigentlich niemanden, it's nobody's reform, it's everybody's reform, because it has been deterritorialized. Und das hilft, das Tempo der Reform zu beschleunigen. Weil dann können alle Länder und alle Bildungsplaner und Planerinnen hineininterpretieren und hinein übersetzen, wie sie die Reform sehen möchten. Ich habe gestern in einem sehr interessanten Vortrag von Appius und Nägeli erfahren, dass in der Schweiz der Demokratiediskurs sehr wichtig war, als die wirkungsorientierte Schulreform eingeleitet wurde. Das ist Explosive Growth, aber wie bei jeder Reform gibt es auch einen Burnout nach einer Zeit. Entweder weil es saturiert ist, weil schon sehr viele Länder das adoptiert haben, oder weil neue Themen aufkommen. Larry Cuban und Tayak, danke vielmals. Tayak und Larry Cuban, die reden von Reformzyklen. Alle 25 Jahre kommt eine neue Reformidee und löst die alte ab. Die dritte Observation, die dritte Beobachtung ist, und das vergessen wir manchmal, wenn wir an Reformen denken, jede Reform hat eine Theory of Change, eine Idee, wie Wandel bewirkt wird. Sehr oft, was übrig bleibt, sind Inhalte der Reform, ich sage dem Elemente der Reform. Aber es gibt eine Theory of Change und die wirkungsorientierte Schulreform hatte eine ganz spezielle Theory of Change und es war eine neoliberale, marktorientierte, Angebot- und Nachfrageorientierte Theory of Change. Die Idee war, dass Schulen besser werden, wenn sie konkurrenzieren untereinander. Wir vergessen das. Das war die ursprüngliche Idee von wirkungsorientierter Schulreform. Und zwar funktioniert das so, man sollte als Staat den Eltern freie Schulwahl geben, Pro-Choice-Regulation.
das ist so ein Demand-Side-Funding, weil dadurch, dass die Eltern die freie Wahl haben, können sie und gleichzeitig der Privatsektor ermutigt wird, in den Bildungssektor reinzukommen und gleichzeitig Gutscheine vergeben werden oder jede Schule akkreditiert werden muss, inklusive öffentliche, nicht nur private, gibt und gleichzeitig, das sind alles das Wirkungsgefüge oder Theory of Change, und gleichzeitig Schüler und Schülerinnen regelmäßig getestet werden bezüglich ihres Lernerfolgs und gleichzeitig diese Resultate öffentlich gemacht werden, wenn all das spielt, dann passiert Demand and Supply Driven Reform. Und diese Demand and Supply Driven Reform bedeutet, dass die Eltern wissen, das ist eine schlechte Schule, da schicke ich mein Kind nicht hin, das ist eine gute Schule, da schicke ich mein Kind hin. Und mit der Zeit gehen alle in die guten Schulen und das erzeugt einen Reformdruck auf die schlechten Schulen. Es ist im Deutschen sagt man Sauerteig. Der Sauerteig geht auf, wenn diese Abwanderung passiert von schlechten Schulen zu guten Schulen. Also mit anderen Worten, the theory of change ist, Wettbewerb ist was Gutes. Es ist wie in einem Warenhaus, wenn man 10 verschiedene oder Waschmittel hat oder 10 verschiedene Flugzeuge, da kommt, wird der Preis billiger und das Angebot besser. Es ist wirklich bildungsökonomisches Denken oder ökonomisches Denken angewandt auf das Schulsystem. Das ist die Theory of Change der wirkungsorientierten Schulreform. Wir wissen alle, dass das nicht passiert ist im Kanton Zürich und wir werden sehen, warum oder diskutieren, warum. Aber das ist die ursprüngliche Theory of Change, wieso das Ganze angefangen hat. Es war immer unter dem Argument Qualitätsverbesserung von Schulen durch dieses Wirkungsgefüge. Die vierte ist, und das sind meine Kollegen und Kolleginnen von der Autonomen Universität Barcelona, die diesen Begriff geprägt haben, Anthony Verger und Clara Fontdevila, SAVA. Sie sagen dem SAVA, School Autonomy with Accountability. Die Idee war, und das haben wir auch realisiert im Kanton Zürich, dass wenn Schulen mehr Autonomie haben, hier war es Teilautonomie, dass sie dann sich mehr identifizieren, sich mehr Mühe geben, besser zugeschnittene Programme entwickeln, mehr eigene Identität und Kontrolle haben, dass das der Schulqualität zugutekommt. Wenn sie gleichzeitig auch Rechenschaft darüber abgeben müssen. Und diese Rechenschaft wird eruiert durch Fremdevaluation, die wird eruiert durch Leistungsmessung und die wird auch evaluiert durch Akkreditierung. Wenn man das genau anschaut, und erschrecken Sie nicht, kommt jetzt eine Folie mit sehr viel Inhalt, gibt es verschiedene Reforminhalte oder Elemente von SAVA, School Autonomy with Accountability. Angefangen, und die Idee ist eben diese Marktorientierung. Das Ziel ist Quality Improvement. Und Schulwahl ist ein wichtiger Bestandteil. Und zur Schulwahl gehört auf der rechten Seite, dass man einen nationalen Lehrplan hat, Lehrplan 21. Dass man für jedes Fach und für jede Stufe die Lernziele genau definiert. Und das wurde wirklich auch gemacht, diese Detailarbeit. Dass man periodisch Schüler und Schülerinnen diesbezüglich mit standardisierten Tests überprüft. Dass man diese publiziert, die Testresultate publiziert. Dass man für die Schulen, die abfallen leistungsmäßig, dass man da Remedial Measures hat, dass man mehr Nachhilfeunterricht gibt, andere Stütze gibt den Lehrpersonen und dass man eigentlich auch Bonus-Payments gibt, dass man Boni gibt für Lehrpersonen, deren Schüler und Schülerinnen
gute Testresultate erzielen. Das ist die rechte Seite. Die rechte Seite hat zu tun mit, und dann das gemischt mit School Choice, aufgrund von publizierten Leistungsmessungen, sollte eigentlich, falls die linke Seite auch zustande kommt, zu Qualitätsbesserungen führen. Wir haben auf der linken Seite die Möglichkeit, dass jeder und jede eine Schule eröffnet, und das ist der Fall in den USA mit den Charter Schools, und dafür Gelder kriegt vom Staat, muss aber akkreditiert werden, damit die Schulleitung unter Druck steht und auch Rechenschaft abliegt. Gab es eine weltweite Bewegung und auch von der Weltbank und OECD unterstützt, for school boards, dass Eltern quasi eine Kontrolle haben über die Schulleitung. It's a demand-side accountability. Supply-side accountability bedeutet, dass die Schulleitung selber sich verantwortlich fühlt. Aber die Idee der Ökonomen ist eben im Demand- and Supply-Thinking, dass man die Demand-Seite stützen muss, und nur das, das ist auch Teil dieser Wirkungstheorie. Und dass jede Schule, wir sagen in der Schweiz, ein Profil erstellen muss oder einen Entwicklungsplan und sich selber darstellt, und dass man per capita Financing, dass man Universalbudgets gibt, anstatt dass das Geld, Schulgeld pro Kopf errichtet wird pro Schüler. Und dadurch Schulen, die sehr viele Schülerinnen und Schüler anziehen, auch mehr Gelder haben. Und dadurch, dass sie teilautonom sind, können sie die Gelder ausgeben, wie sie wollen. Wie zum Beispiel Boni für Lehrkräfte. Das war die Idee eigentlich. Dass die autonome Schule, die erfolgreich ist, wird belohnt, und die Lehrpersonen werden belohnt dadurch, dass sie das Geld selber verwalten können und einsetzen, wie sie wollen. Und das, um das alles zu ermöglichen, war Professionalisierung von Schulleitung ein wichtiger Bestandteil. Sie sehen jetzt schon, in der Schweiz haben wir einige Dinge implementiert, aber nicht andere. Und das ist eine andere Art von Darstellung, aber um zu zeigen, es ist ein Wirkungsgefüge, es ist ein Mechanismus eigentlich, ein neoliberaler Mechanismus. Und einige dieser Inhalte oder Elemente der Reform sind wichtiger als andere. Die wichtigen sind National Curriculum Standards, Standardized Student Test, Publicized Results. Dann funktioniert dieses Gefüge. Und auf der linken Seite wichtig: Professionalization of School Management, Per Capita Financing oder Bildungsgutscheine, dann Accreditation for Public Providers and School Boards, School Development Plans, Pedagogical Profiles. Das sind die Kernelemente dieses Wirkungsgefüges. Nun, das ist die fünfte und letzte Observation, und nachher komme ich zur Analyse. Die fünfte Beobachtung ist, jetzt 20 Jahre, 25 Jahre später, 30 Jahre später, was ist geblieben von wirkungsorientierter Schulreform? Wir wissen, in der Schweiz, der Mechanismus hat nicht stattgefunden. Die Idee, wir sind auf halber Strecke stehen geblieben, ich würde sagen zum Glück. Aber in vielen anderen Ländern gibt es eine große Unzufriedenheit von Lehrpersonen. Die sehen sich als Manager, die sehr viel Berichte schreiben müssen, die sehr viel auf Tests vorbereiten müssen. Es gibt wirklich auch die Opt-out-Movement, vor allem von bildungsorientierten Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder ständig getestet werden. Aber es gibt auch das Gegenteil. Vor allem Eltern von Minderheitengruppen sind froh über standardisierte Tests, weil das für sie ein objektives Maß ist, wie ihr Kind lernt oder nicht lernt, und quasi Vorurteile der Lehrpersonen dadurch ausgeschaltet sind. Es gibt beide Richtungen bei dieser Reformbewegung. Das sind die fünf Beobachtungen bezüglich der wirkungsorientierten Schulreform, die global wirklich stattgefunden hat.
Wo stehen wir heute? Wie gesagt, in Zürich war das 1994. Meine Kolleginnen von Stanford, Patricia Bromley und Ria Kojima, die haben ein ganz tolles Projekt angefangen und ein Datensatz, der öffentlich zugänglich ist für alle, der heißt WEIRD, WEIRD ohne I, World Education Reform Database. Die haben über 10.000 Bildungsreformen registriert in diesem Database und haben ganz verschiedene Quellen dazu genommen, unter anderem auch Saber, das ist das Weltbank, eine riesen Datenbank der Weltbank, Systems Approach for Better Education Results, Saber, aber auch OECD, die Serie Review of National Policies for Education und Education Policy Outlook, EPO. Die haben aufgrund verschiedenster Quellen registriert für 189 Länder, wo Reformen stattfinden und zu welchem Thema. Und sie haben es dann kategorisiert. Das ist, wie gesagt, öffentlich zugänglich. Das ist ein unheimlicher Schatz für uns alle, dass wir das haben. Und sie haben festgestellt, dass es eine Periode von Reformaktivität gab, die sehr stark ausgeprägt war, zwischen 1991 bis 2008. Und das sind, wie erwartet, eigentlich diese neoliberalen Reformen. Das ist die Zeit des Neoliberalismus. Und seitdem gibt es ein Abfallen, gibt es eine Reformmüdigkeit. Wir können sagen, es gibt eine Reformmüdigkeit, wir können aber auch sagen, dass diese Reformen einfach nur noch inkremental oder Schritt für Schritt implementiert werden und deshalb darüber auch nicht geschrieben wird. Oft wird nur geschrieben, wenn eine Gesetzesänderung oder große Veränderungen stattfinden. Aber es ist nicht so, dass in diesem Schnitt zwischen 1991 und 2008 gab es in jedem Land mehrere Reformen pro Jahr, Reforminhalte, die stattfanden. Die Frage ist, was war vorher und was war nachher? Vorher, aus meiner Sicht, und diese Zeit habe ich auch selber erlebt in Zürich, war die Zeit in den 70er und 80er Jahren, war die Zeit von Chancengleichheit. Zu meiner Zeit, als ich in Zürich war, haben wir sehr viel von Chancengleichheit, kompensatorischer Erziehung geredet. Es war die Zeit von Aufgabenhilfe, Wichtigkeit des Kindergartens für Kinder aus benachteiligten Familien. Und das war auch die Zeit, wo die interkulturelle Pädagogik quasi einen Boden gefunden hat oder Resonanz gefunden hat. Das war die Zeit der Chancengleichheit, die 70er und 80er Jahren. Und der Mechanismus war nicht Demand-Supply-driven, wie die wirkungsorientierte Schulreform, sondern staatliche Kontrolle. Ob wirklich all diese Richtlinien eingehalten werden. In anderen Ländern, in der Schweiz nicht, aber in anderen Ländern, wo ich gearbeitet habe, schickt eine Bildungsdirektion Inspektoren in die Schulen, um zu sehen, ob die Regulierungen eingehalten werden oder nicht. Das ist eine total andere Art von Kontrolle und Regulierung und von Governance als Standards-Based Education, als Outcomes-Based Education, als wirkungsorientierte Schulreform, in dem niemand eine Schule betreten darf, aber eine Schule die ganze Zeit Rechenschaft ablegen muss bezüglich Leistungen der Schüler und Schülerinnen, bezüglich Fremdevaluationen, bezüglich Schoolboards. Aber das war eigentlich vor 1994, das war, das Goal war equal, Reformziel war Chancengleichheit, Indikatoren waren, wie Schüler und Schülerinnen von benachteiligten Schichten, ihre Werdegänge. Es war alles input-orientiert, zum Beispiel Klassengröße, Lehrmittel. Die Liste wurde zwar länger, aber die Bildungsdirektion hat den Schulen gesagt, welche Lehrmittel sie zur Verfügung, zur Auswahl haben. Und die Elemente waren Teacher Qualification and Satisfaction, das ist das Grüne. Es war ein riesen
Stütz- und Fördersystem, was wir immer noch haben, weil wir in der Schweiz kaum Reformen abschaffen, wir überlagern sie immer wieder. Aber es hat damals angefangen mit diesem Aufbau dieses paraschulischen Systems mit Stütz- und Fördermaßnahmen und sehr viel investiert in mit Einbezug der Eltern, vor allem aus bildungsarmen Schichten. So viel, dass die Reform via Lehrerbildung war so stark, dass es eine Teacher Education Fatigue oder Teacher Development Fatigue gab. Zu viele Angebote, ständig wurden, hatte man gedacht, wenn man den Input, also die Lehrperson, verändert, dann hat das auch eine Auswirkung auf Schüler und Schülerinnen. Das hat sich total geändert im Vergleich zu jetzt, wo sehr viel direkter auf Schüler und Schülerinnen und Leistungsmessung und auch individuelle Lernziele der Schüler konzentriert wird. Wie gesagt, hier ist der Reformmechanismus anders. Ich möchte nicht mehr darauf eingehen, aber the role of the state changed. Der Staat hat sich zurückgezogen aus der direkten Kontrolle und reguliert nur noch via Wirkung, via Leistungsmessung. Und zwar, um das zu tun, braucht es einen nationalen Lehrplan. Es braucht einen nationalen Lehrplan, es braucht Lernzielformulierungen, weil nur dadurch kann man standardisierte Tests entwickeln. So im Nachhinein kommt das Puzzle zusammen, wieso gab es diese Reform, wieso gab es Professionalisierung von Schulleitungen, wieso gab es Lehrplan 21, wieso gab es diese standardisierte Tests etc. Es ist alles Teil dieses Puzzles. Und in der Schweiz, wenn wir nur kurz aufgrund von Interviews mit ein paar Kollegen und Kolleginnen, habe ich mich ein bisschen auf dem Laufenden gebracht, Elemente dieser wirkungsorientierten Schulreform oder dieser Global Education Policy gab es in der Schweiz. TAF war ein großes Thema, war der Beginn der teilautonomen Volksschule, das ist Kanton Zürich. Und wir haben gestern in einer Gruppe, es war interessant zu diskutieren, wie wir in der Schweiz, also im Kanton Zürich vor allem, wie Schulversuche ein Instrument für Reformen sind. Wenn man Schulreformen einleiten möchte, wie im Beispiel von TAF, muss man nur eine große genug Anzahl von Schulen haben, die mitmachen, that they have a buy-in, they identify, die schaffen Strukturen, die schaffen Zusatzausbildungen, die schaffen Professionalität, dann kann man langsam in eine Schulreform übergehen. Das ist die schweizerische Art, wie man Schulreformen einleitet. Wir haben das gemacht mit Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur. Mein Nachfolger Markus hat das gemacht mit QIMS. Das ist eine Art, wie wir Schulreformen machen. Es ist unsere schweizerische Art, Schulreformen herbeizuführen. TAF war ein Beispiel dafür. Aber das ist ein wirklich, wirklich wichtiges Element von wirkungsorientierter Schulreform. Fremdevaluation, damit die Eltern quasi sich darauf verlassen können, dass es nicht nur selbst evaluiert ist, sondern fremd evaluiert, ist eine Reform. Die Idee wäre, dass man das bekannt gibt, wird aber nicht oder nur für eine kurze Zeit oder ist nicht mehr. Das ist auch ein anderes Beispiel, wie Reformen manchmal ausklingen, leise ausklingen, ohne dass man das merkt. Harmonisierung war wichtig wegen der interkantonalen Abstimmung, Harmonisierung, aber auch zur Festlegung. Es war eine Vorbereitung für standardisierte Tests eigentlich auch. Der Lehrplan 21 sowieso, das war in vielen Ländern der Anfang der Reform, dass man standardisierte Lehrpläne hat mit Lehrzielen pro Fach und pro Stufe. Und dann ab 2013 unhaltsam mehr und mehr Tests. Zuerst PISA, aber dann auch auf Landesebene und dann interkantonale Vergleiche mit CHECS und MindStep und UGK. Ich
es ist nicht mein Job zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich analysiere. Aber wir können dann nachher vielleicht diskutieren. Manche Elemente sind vielleicht auch gut gewesen. Aber sie sind sich wahrscheinlich einig, dass diese Übersetzung in der Schweiz anders ist als in anderen Ländern. Wenn Sie genau hinschauen, ja, you have Lehrplan 21, ja, standardisierte Tests, Evaluationen, ja, Professionalisierung, all das hat stattgefunden. Was Sie nicht haben, ist die Akkreditierung von privaten und öffentlichen Schulen. Nur öffentliche Schulen müssen nicht akkreditiert werden, die sind automatisch anerkannt. Dann, was Sie auch nicht haben, ist, dass die Testresultate öffentlich bekannt haben, gegeben werden. Und was ganz wichtig ist, es wurde viermal zum Glück abgestimmt darüber, dass freie Schulwahl nicht eingeführt wurde. Und zwar immer 80%, also sehr hoch so, dass dann Avenir Suisse aufgegeben hat und nicht mehr sich dafür eingesetzt hat, dass die freie Schulwahl eingeführt wird. Weil mit der freien Schulwahl und mit der Erlaubnis, dass private Anbieter in die Schule einkommen, hätte das Wirkungsgefüge funktioniert. Mit anderen Worten, wir haben in der Schweiz sehr viele Inhalte übernommen, aber die Idee nicht. Die Wirkung nicht, die Grundidee, die marktorientierte Reform nicht. Und deshalb die Frage ist, so, was ist mit dieser Quality Improvement? Did it take place? Ich meine, die Idee war ja, dass diese Idee, dieses Mechanismus, diese Quality Improvement bewerkstelligt. Wir haben alles übernommen, aber der Mechanismus nicht. Und von da ist die Frage, okay, was haben wir jetzt außer Spesen nichts gewesen? Was haben wir erreicht in all diesen Bereichen in den letzten 30 Jahren? Wie hat sich das verändert von der Idee her? Ich möchte, Moment, muss sicher sein, dass ich nichts vergessen habe. Auch die Fremdevaluation oder das Publizieren von Resultaten, all das fällt eigentlich weg, wenn Eltern keine freie Schulwahl haben. Ich rede jetzt von der Grundschule, von der Primarschule, nicht von der Sekundarstufe. Wieso sollte man das überhaupt publizieren? Wieso? Wenn das keine Handlungswirkung, wenn das keine Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Wir haben nichtsdestotrotz, und das ist Teil der neuen Theorie, die wir haben in Policy Studies, manchmal, ich unterscheide zwischen einem Mechanismus oder Theory of Change, zwischen Inhalten oder Elementen, würden wir sagen im Deutschen, und zwischen Instrumenten von Reformen. Die Instrumenten von Reformen, zum Beispiel Schulversuch, ist ein Instrument einer Reform. Compliance with standards or outcomes orientation, it's an instrument. Es ist nicht die Reform selber, es ist ein Instrument zur Durchsetzung der Reform. Und am Schluss ist vielleicht, was wirklich sich verändert hat, sind die Instrumente der Reform, die Instrumente des Wandels, nicht der Mechanismus und nur selektiv manche Inhalte. Und auch wenn sie adoptiert wurden, wurden sie selektiv adoptiert und übersetzt auf Schweizer Verhältnisse. Also eben, wie gesagt, in Verbindung gebracht mit Transparenz und Demokratiediskurs, den wir in der Schweiz haben. Oder dass man die Fremdevaluation hat, aber nicht öffentlich macht, etc. Jetzt, wenn wir das, Monika Wicki hat vom Bildungsbericht gesprochen. Der Bildungsbericht, wenn man den Bildungsbericht liest, würde man nicht denken, dass wir am Ende einer wirkungsorientierten Schulreform sind, weil da werden drei Grundsätze, Effektivität, Effizienz, Equity. Und Equity hat mit Chancengleichheit zu tun. Es werden eigentlich, wie gesagt, in der Schweiz, weil wir ein reiches Land sind, weil wir konsensorientiert sind, weil Inhalte, auch wenn sie nur selektiv adoptiert werden, führen dazu, dass Strukturen aufgebaut werden, führen dazu,
dass Profession, Professionalität aufgebaut wird, ein Stand, ein Berufsstand kreiert wird, zum Beispiel Deutsch-Zusatzunterricht. Das war so schwierig, das zu integrieren, weil die ein eigener Berufsstand sind. Zum Beispiel, wenn jetzt die Fragen von Inklusion aufgegriffen werden. Es ist sehr schwierig, Strukturen abzuschaffen, wenn sie mal geschaffen wurden. Die Abschaffung oder die Reduktion von Sonderklassen, das war vielleicht eine der größten Reformen, die man hatte. Und die wird jetzt wieder diskutiert. Aber das war, weil es eben so schwierig ist, Strukturen zu verändern. In diesem Kontinuum von linksliberal mit dem Peak von 1970 und 80 mit Teacher Qualification und Stütz- und Fördermaßnahmen und Parental Involvement auf der linken Seite des Kontinuums und rechts die Marketorientierung, sind wir in der Schweiz, würde ich sagen, ein bisschen mehr über der Hälfte. Weil wir haben die Selektivelemente implementiert, aber wir sind nicht neoliberal, wenn es um Schule geht, weil dieser Wirkungsmechanismus nicht adoptiert wurde. Machen wir einen Schritt zurück und reden ein bisschen darüber, wie Wandel generell stattfindet. Es gibt diese Theorie, die Sie alle kennen, der Multiple Streams Framework, drei Strömungen, die zusammenkommen müssen, um an Opportunity for Change oder a Window for Change zu eröffnen. Erstens braucht es, das ist vielleicht die Übersicht, Windows for Change, Global Norm Setting, etc. Diese Multiple Streams Framework ist hier. Das ist John Kingdons, eine alte Theorie in Public Policy. Es braucht erstens ein Problembewusstsein, dass ein soziales Problembewusstsein, dass etwas ein Problem ist, das nach einer Lösung ruft. Dann braucht es Policy Stream, Lösungen, die in Sicht sind, die vorgeschlagen werden. Manchmal werden diese Lösungen von der Wissenschaft evidenzbasiert hergestellt. Und es braucht ein Politics Stream. Politics Stream ist eine Political Will oder eine Bereitschaft zur Veränderung. Konsensbildung, Koalitionsbildungen, die sich zusammentun. Wenn diese drei gleichzeitig aufeinandertreffen, es gibt ein there is a social awareness, there is a political will and there are solutions inside, dann öffnet sich ein Fenster, an opportunity for change. Nun, jetzt, heutzutage, haben wir die ganze Zeit Opportunities for Change. Erstens, wenn es um Problem Stream geht, wenn es nach Politikern und Politikerinnen geht, könnten wir jedes Jahr PISA haben, nicht nur alle drei Jahre. PISA hilft, Problem Awareness zu schaffen, hilft, öffentlichen Druck aufzusetzen und hilft, dieses Social Awareness zu kreieren. Dann haben wir eine Democratization of Expertise. Die User-oriented, die Eltern sind Experten und Expertinnen auch, nicht mehr nur Fachleute. Und die digitale Wirtschaft hat das völlig verändert. Wir haben heutzutage ein Surplus of Knowledge, a Surplus of Expertise, a Surplus of Evidence. Und deshalb gibt es diesen neuen Berufsstand von Knowledge Brokers, die versuchen, immer besser, immer schöner Resultate zu vermitteln und umzusetzen, damit sie politikwirksam werden. They're called Knowledge Brokers. Und die stehen zwischen Wissenschaft und Politik. Dann auch diese jährlichen Bildungsberichte und andere Berichte, die alle, they create awareness. Jetzt rede ich vielleicht Englisch, weil die Zeit ist okay, wenn ich auch Englisch rede. In the politics stream, the private sector is an interest group.
And education is the economy of scale, and they entered the market. There are advocacy groups, they all create coalitions, and we call them policy entrepreneurs. And we also have the international, transnational organizations such as OECD, World Bank, European Union, that engage in global norm setting. And they have frameworks that are nationally introduced. Policy streams, again, there's like, we call it global public goods. There are so many toolkits, there are so many lesson plans, there are so many studies, best practices, what works, good practices, all available. So the solutions are there also. Mit anderen Worten, diese drei Bedingungen, die, wenn die zusammenführen, ein Fenster öffnen für Change, die gibt es die ganze Zeit. Das Tempo von Veränderungen hat sich massiv verschnellert in letzter Zeit. Und wie, nur noch ein Punkt. Ich, in meinen Arbeiten versuche ich, drei Konzeptionen von Zeit im Auge zu behalten. Eins ist Time, das andere ist Timing und das dritte ist Tempo. Das Tempo von Global Education Policy und das Tempo von immer wieder neuen Schulreformen hat sich massiv wegen PISA, wegen Democratization of Expertise, wegen Global Norm Setting, wegen Best Practices accelerated, verschnellert, sehr viel schneller geworden. Aber auch das Timing mit jedem Regierungswechsel, weil Bildung ein bildungspolitisches und öffentliches Anliegen geworden ist, man kann sagen, leider dank PISA, gibt es sehr viel Druck auf Politik, etwas zu tun, zu unternehmen. Ich möchte vielleicht ganz kurz abschließen, weil meine Zeit zu Ende ist. Ist meine eigene Arbeiten zum Thema Global Education Policy and Traveling Reforms, die handeln immer davon, in welchem Moment gibt es eine Öffnung für globale Reformen, die um unsere Welt zirkulieren und wie werden die genau übersetzt auf den lokalen Kontext. Was bedeutet Outcomes-Based Education in Switzerland? Was bedeutet Quality Assurance in Higher Education, eine andere Form. Was bedeutet Conditional Cash Transfer, etc. All diese Reformen und von den vielen Dissertationen, die ich abgeschlossen habe, sind ein Drittel Handeln von Reformen, die global geworden sind, die zirkulieren. Und die zentralen Fragen sind immer Rezeption, wann ist und Translation. Und Rezeption ist auch Receptivity. Was ist die Attraktion von zum Beispiel wirkungsorientierter Schulreform? In der neuen Forschung interessiere ich mich mehr für die Inhalte. Was genau reist? What is traveling? Is it the mechanism? Selective elements of reforms? Instruments? Maybe it's the instruments and not the mechanism. Und eben diese Rückblende, jetzt im Nachhinein, wenn die The theory of change, der wirkungsorientierten Schulreform, hat nie Fuß gefasst in der Schweiz. Was haben wir letztlich dann damit erreicht? Und etc. Ich glaube, ich sollte hier aufhören, weil ich habe noch sehr viel, die ich euch erzählen könnte. Im Gegensatz zu den Kollegen und Kolleginnen von Stanford, die Neo-Institutionalists, Patricia Bromley jetzt, aber vorher Francisco Ramirez und John Mayer, die schauen auch über Diffusion of Innovation und die analysieren über die letzten 150 Jahre, wie sich Werte vermehren und Praktiken und Strukturen sich verbreiten. Aber es ist auffallend, dass sie diese Kurve, Lazy S-Curve zeigen, aber ohne Punkte. Diese Punkte sind sehr wichtig. Für mich sind die, für Policy Borrowing ist das sehr wichtig, weil wir fragen uns, was ist genau in Frankreich passiert? Das ist Quality Assurance in Higher Education.
ist eine globale Reform. Was genau ist in Frankreich 1985 passiert, dass es eine Offenheit gegeben hat, diese globale Reform zu adoptieren und zu implementieren? Und wie wurde sie umgesetzt? Oder in Malaysia um 1999. Was ist genau im lokalen Kontext passiert? Mit anderen Worten, wir sind eher diese Pfadabhängigkeit oder historical institutionalism, diese Linse oder Systemtheorie, Luhmann, das sind alles Theorien, die wirklich uns zwingen, das Lokale, die lokale Offenheit und Perzeptivität zu untersuchen, anstatt das Globale immer als etwas anzuschauen, wie wenn das von außen wäre und Druck aufgesetzt wird auf das Lokale. Deshalb in meinem eigenen Arbeiten nenne ich es Policy Borrowing und nicht Policy Transfer. Und wie gesagt, das ist ein neues Kapitel in unserem Forschungsgebiet, in der vergleichenden Erziehungswissenschaft, dass wir uns jetzt sehr viel diskutieren. Jetzt aus der Rückblende, jetzt werden sehr viele Publikationen kommen zum Thema im Nachhinein. Neoliberalismus revisited, was ist geblieben davon und was genau wurde adoptiert und transferiert von einem Land zum anderen. Ich möchte hier beenden und mich nochmals bedanken bei Bruno Leutwiler, bei Heinz Rien und André Rizzi und Monika Wicki für die wunderbare Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Applaus